Einen wunderschönen guten Tag an diesem Sonntag. Willkommen zurück zu Heiki. Ihr seht rechts unten, ich habe mir schon einen Hut ausgesucht und vor allen Dingen habe ich ein bisschen Zeit und vor allen Dingen viele Nerven verloren, weil ich bin nun wieder auf dem aktuellsten Stand. Wir können Level 46 anspielen. Habe ich natürlich noch nicht gemacht bisher. Und wir sehen hier noch ein paar Level, die eben Hüte für uns bereithalten. Ich glaube 35 war das Level, das mich am meisten Zeit gekostet hat. Das hat mich total genervt. Aber gut, springen wir rein. Level 46, los geht's. Und wir bekommen eine kleine Sequenz. Wir machen uns auf den Weg in die Stadt, das neue Level, was ich ja schon im letzten Folge am Montag erwähnt habe. Ab sofort natürlich die Episoden wieder sonntags. Ein nettes Gesicht begrüßt uns. Hey du, was machst du hier? Du glaubst wohl, du kannst an mir vorbei. Absolut keine Möglichkeit für dich, mein Schloss zu öffnen. Wo schaust du hin? Nein. Wo gehst du hin? Du darfst dort nicht durchgehen. Er sieht ein bisschen beängstigt auch. Verängstigt. Aber gut. Also, neue Level. Los geht's. Wie immer, für mich hier komplett blind. Das war dumm. Für mich komplett blind. Ich kann aktuell hier hinten durchspringen. Die Frage ist auch, gibt es hier Level? Wir sehen einen Schlüssel. Okay. Was mich hier schon direkt ärgert, ohne jetzt den weiteren Verlauf des Levels zu kennen, ist, dass ich einen Blind Jump habe. Ich weiß nicht, welche Farbe da unten für mich parat stehen muss. Im besten Fall komme ich durch und habe Glück, dass da unten keine Dornen auf mich warten oder eine Plattform, die schon blau oder grün ist. Im schlimmsten Fall sterbe ich spät genug, um es zu sehen. Ja, das ist ärgerlich. Ich wusste es nicht. Jetzt weiß ich es, dass da unten grün deaktiviert sein muss. Also machen wir jetzt blau weg. Nein, wir machen rot weg, weil ich muss natürlich da drüben landen. Aber ich weiß jetzt, dass ich dann so durch muss. Ich dachte da oben, dass diese Girlanden auch Dornen sind, aber offensichtlich ist das eigentlich nur eine Girlande. Und ich glaube, man braucht den Schlüssel jetzt, um weiterzukommen, denn vorher hat das Ziel nicht so schön sich gedreht. Also wissen wir auch, okay, neue Herausforderungen warten auf uns. Neue Pflichtsachen, die wir tun müssen. Ist eine andere Farm dahinter? Ja. Alles andere hätte keinen Sinn gemacht. Okay, ich glaube jetzt, dass über mir, wenn ich grün wegmache, eigentlich ich gegenlanden können müsste. Genau. Gut, wenn man so wegrutscht, ist natürlich blöd. Aber wir wissen, also, das habe ich jetzt nicht, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, da wäre auch eine Plattform. Ich habe nicht vorausschauend genug gespielt. Ich sehe aber da drüben bei Blau ist eine. Okay. Ich habe unten auch noch einen grünen Stern gesehen, meine ich. Also wissen wir, dass grün nachher weg muss. So, müssen wir nach rechts oder nicht? Ich befürchte nicht. Der Sprung wirkt sehr weit, um ganz nach rechts rüber zu kommen. Also gehen wir runter. Wir werden rot löschen. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass da was wäre, wo ich drauf landen kann. Also muss da unten was sein, genau. Okay, also. Grün nachher wegmachen. Rot wegmachen, dann grün wegmachen und nach rechts ziehen. Viel zu früh gesprungen. Aber gut, da hätten wir natürlich. Hier ist es jetzt was anderes gewesen. Das war kein Blind Jump, weil ich hätte schon am Anfang sehen können, da unten rechts ist eine grüne Plattform, eine rote Plattform. Hab mich allerdings komplett auf meinen linken Teil konzentriert. Also hier war es in Ordnung, wie das gemacht ist, für meinen Geschmack, sagen wir es so. Bei dem Level davor eben nicht, weil man nicht gesehen hat, was denn da eigentlich ist. Also runterfallen, grün wegmachen. Okay, ist da drüben bei der blauen Plattform was? Nein, da ist nichts. Und ich habe den falschen Knopf gedrückt. Okay. In Ordnung. Da durchspringen wird nicht leicht. Ja, relativ knappe Geschichte wieder.
Aber gut, wir kommen jetzt hier eigentlich relativ gut durch. Ich glaube, da unten mit normaler Grund auf mich warten, zumindest hoffe ich das. Kann ich nicht sehen, das wäre jetzt wieder einer dieser Blind Jumps, die ich nicht mag. Gerade so gerettet. Wir sehen, dass da unten auf jeden Fall blau ist unter dem Schlüssel. Ticken weiter. Ich traue mich da nicht, bis an den Rand zu gehen. Was auch ein bisschen mit den Leveln zuvor zu tun hat, wo ich häufig knapp gescheitert bin. Okay, also wir müssen nach links das Schloss holen. Was mir Angst macht, ich sehe da unten eine ganz knappe rote Plattform. Es könnte sein, dass rechts ein Hut ist. Es könnte sein, dass rechts ein Hut ist. Dann werde ich mich direkt darum kümmern. Sollte es nämlich hier einen Hut geben, will ich den natürlich haben. Okay, wir können kurz hier stehen. Nein, abkürzen kann ich nicht. Ah, hier oben ist am Ende das Ziel. Aber wir können testen. Ja, wir brauchen den Schlüssel, um ins Ziel zu kommen. Gut. Ich kann direkt hier runter. Ich glaube, unter mir ist dann eine grüne Plattform gewesen. Genau, wenn ich hier bin. Aber wir haben jetzt schon mal das Ziel wenigstens gesehen. Wir wissen, wohin wir am Ende müssen, dass es nicht so schwierig ist. Okay. Verdammt zu hoch. Mir hat jetzt hier, ehrlich gesagt, so ein bisschen diese... Da habe ich es verkackt. Unten diese rot-grüne Plattform oder der Wechsel rot-grüne Plattform ein bisschen Angst gemacht. Weil, wenn man da hingeguckt hat, sieht man, dass ich mich da unten durch dranhangeln muss. Und das Zurückkommen ist dann ebenfalls ein schwerer Sprung, weil ich ja dann von hier runterfallen muss und damit im Doppelsprung hier drüben landen. Aber hier unten, diese Geschichte macht mir Angst. Wichtig ist, blau muss weg sein, damit ich beide Plattformen gleichzeitig habe. Oder man lässt sich mit rot fallen, macht grün weg, springt rüber, springt hoch, aktiviert es wieder. Ich glaube, das Level wird mich eine Zeit lang beschäftigen. Jetzt rein vom Gefühl her. Okay. Wir stehen hier. Links sehen wir auf jeden Fall, wir brauchen grün. Dann geht's auf blau. Das ist also nicht ganz so schwer. Die Frage ist nun. Ich muss mich eigentlich droppen mit rot. Dadurch müsste der grüne Pfeil nach rechts wandern. Sodass ich danach wieder rechts drücken kann. Also zweimal rechts drücken. Rechts drücken... Links drücken, gleich, also rechts drücken heißt bei mir rot wegmachen, gleichzeitig kurz darauf nach links drücken, um nach links laufen zu können. Dann rechts wieder die Farbe wechseln, um mit einem Doppelsprung auf dieser kleinen Plattform landen zu können. Ich bin reingerutscht, okay. Ich hatte gerade nicht die Hand an der Tastatur, weil ich das alles erstmal theoretisch durchgehen wollte. Keine Zeit zum Nachdenken bei dem Spiel, ist nicht schlimm. Ich denke sowieso selten nach. Der ist schlecht. Ich hätte ihn retten können. Der Anfang ist inzwischen kein Problem mehr. Oh, das ist eine ganz knappe Geschichte. Das ist eine extrem fiese Geschichte hier. Vielleicht könnte ich mich da an der linken Seite der grünen Plattform nochmal retten und wieder hochziehen. Das war knapp. Habe ich durch Zufall richtig gedrückt. Ich will eigentlich ganz nah dran gehen, um möglichst wenig Abstand zu haben. Da habe ich zu spät reagiert mit dem Sprung. Aber gut.
Sollte es übrigens wieder mal zu Verzögerungen bezüglich einer Heike-Episode kommen, tut's mir leid. Wir haben inzwischen ein Ersatzteil beim Computerhersteller, wo ich den Computer her habe. Da habe ich vergessen, den Farbwechsel zu machen. Bestellt, sollte bei mir spätestens übermorgen ankommen. Und das sollte im besten Fall die Probleme, die ich habe, lösen. Garantie auf den Rechner ist noch drauf, das ist sehr gut. Und man muss auch sagen, sehr guter Kundenservice. Wow, da habe ich ein bisschen übertrieben mit dem Sprung. Ich habe übrigens auch mal mit Math Dragon, dem sensationellen Speedrunner von dem Spiel, geschrieben, in Anführungszeichen geschrieben. Er hat nämlich diese Fehler, die ich vor 2 Wochen gezeigt habe, durch Zufall, nach einem Update, hatte er nämlich auch und hat daraufhin dann eben auch die Entwickler hingewiesen, hier, das stimmt so nicht. Und dann habe ich ihn eben gefragt, ob es denn eine Möglichkeit gibt, seine unglaublichen Speedruns mal sehen zu können. Darauf hat er leider nicht reagiert bisher. Vielleicht hat er keine Benachrichtigung bekommen bei Steam, dass da eben eine Nachricht eingegangen ist. Okay. Sehr gut, jetzt muss ich rüberlaufen. Und gerade noch so rüberkommen. Jetzt habe ich nur da drüben die ganze Geschichte nicht vermasseln. Die war nicht schwer. Ja. Und damit sind wir durch. Schönes Level, gefällt mir. Die, in Anführungszeichen, Neuerung mit den Schlüsseln finde ich auch gut. Weiter geht's. Wir kommen gut voran. Level 48, 3 Level noch in dem Update. Oh. Ich dachte gerade, das wäre ein richtig einfaches Level, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es ein bisschen gehofft. Er fängt auch direkt an. Es wäre zu schön gewesen. Ich finde diese Neuerung mit den Stacheln, die das nächste Ziel blockieren, sehr gut. Wenn ich nichts mache, reagiert er auch. Nee, erst wenn ich mich bewege. Ja, gut. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist, diese. Es passiert was, wenn ich mich bewege. Gab es das schon bei den schwarzen Lasern. Und das waren eigentlich immer Level, die eben auf Zeit gingen. Sprich, du musstest schnell sein, um ins Ziel zu kommen. Ich hoffe, dass das hier nicht der Fall ist. Wenn nämlich der Schlüssel aufgrund einer zu langen Pause außer Reichweite gerät, bin ich ein bisschen traurig. Und ich muss mir hier noch merken, dass unten eine rote Plattform ist. Ist denn da? Ja, okay. Also da ist eine grüne Plattform dahinter. Gut. Nein, ich habe die falsche Ding weggemacht. Verdammt. Alles klar, das ist machbar. Es ist auf jeden Fall nicht so schwer, wie es erst aussah. Gerade so gerettet. Jetzt könnte ich entweder in die Mitte springen oder... Oh, warte. Das sieht hier drüben nach Hut aus. Ich werde jetzt auch direkt versuchen, den Hut mitzunehmen, wenn ich ehrlich bin. Weil dann spare ich mir, das Level noch einmal zu machen, wenn ich auf die Hutjagd gehe. Verdammt. Und das würde ich natürlich dann gerne mitnehmen, auch wenn das eventuell bedeutet... Kann ich da durch? Ich denke schon. Kann ich. Aber ich komme da nur von oben runter. Ich sehe da oben jetzt keine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Selbst mit Doppelsprüngen sehe ich da oben nichts. Also wofür ist der Weg nach links? Ist da, wo die grüne Stacheln links sind, aktuell der Huteingang? Ich wäre fast wieder runtergerutscht, habe ich gemerkt. Na, ich lasse es mal sein. Ich werde jetzt hier
runterspringen, wollte ich sagen. Okay, kleiner Bug. Ich habe den Schlüssel direkt bekommen. Da rechts ist der Schatz. Der Hut. Hier ist er. Okay, jetzt weiß ich, wo der Hut ist. Ich muss auf jeden Fall nochmal da hinweisen, dass wenn man da im richtigen Moment stirbt... Ah, ich glaube, das ist hier drüben der Weg, falls man zu langsam ist, damit man noch eine Chance hat, den Schlüssel zu bekommen. Genau, das ist der Grund. Okay, alles klar, das hat sich wieder gerettet. Da drüben, das war fies. Da ist keine Landung für mich. Wie komme ich unten wieder raus auf der linken Seite? Weil ein Sprung von da unten bis rechts zur Plattform ist nicht möglich. Da muss es eine Alternative geben. Ich meine, unten der Weg ist kein Problem. Nur der Weg rechts zum Hut und eventuell das Rauskommen. Ich wollte da ganz langsam runtersliden. Habe ich natürlich jetzt vermasselt. Ich glaube, ich werde einfach mal den Hut Hut sein lassen und lieber ins nächste Level vorwärts gehen. Wir wissen ja jetzt, wo ich hin muss später. Und dass er eben dann nach rechts geht. Level 49. Ich glaube, es gibt zwei Alternativwege. Der Schlüssel bewegt sich nicht. Doch, er bewegt sich. Okay. Damit hat sich diese Idee auch direkt wieder verabschiedet. Jetzt hätte ich mich gucken können, dass ich rechts den Gang lege. Hier. Aber der ist schwierig. Hier blau wegmachen, Sprung, grün wegmachen, rot wegmachen, landen. Aber der wird in der Zeit zu hoch sein. Also muss ich den Weg nach rechts gehen. Verdammt. Ich muss da dann direkt wieder runter. Könnte auch sein, dass links der Weg eigentlich ist, der runtergehen sollte. Nee, das schaffe ich nicht. Das Problem wird auch sein, einen knappen Sprung zu machen von hier weg von der Wand. Aber ich glaube, wenn ich weggehe, schaffe ich das sogar. Ja, ist machbar. Doch nicht so schwer, wie ich dachte. Wenn ich denn das Timing habe. Ich muss nur die Wand berühren. Sobald ich die Wand berühre, kriege ich wieder meinen Doppelsprung zurück. Den ich nämlich da verloren habe. Das heißt, wenn ich da schnell genug bin, komme ich hier hin. Ich muss jetzt rot da haben, den wegmachen. Dann anscheinend hier runter. Ist da drüben eine Plattform? Ja, da ist eine Plattform. Wunderbar. Wir kommen zu Level 50. Ich könnte alle Level in der heutigen Episode schaffen. Das würde mich freuen. Das heißt, ab nächster Woche wieder aktuell mit dem Update neue Level. Dementsprechend gucken wir uns das hier mal an. Da ist nichts. Okay. Da oben ist auch nichts. Das ist ein fieser Sprung hier. Knapp unter dem Dorn durch. Aber dann schnell wieder zurück an die Wand. Oder wir machen es so. Aber wie geht's dann weiter? Nach links wahrscheinlich.
Verdammt, den Sprung vermasselt. Ja gut, das konnte nicht funktionieren. Ich weiß nicht, warum ich da direkt drüber gegangen bin. Wenn ich doch weiß, ich muss den Zwischenschritt an der Wand machen. Ärgerlich. Wenn man zu schnell die Farbe wechselt, stirbt man. Und damit werden wir auf jeden Fall in der nächsten Episode weitermachen. Nicht nur aufgrund der dann eben wahrscheinlich erscheinenden neuen Level. Oder wenn es eben keine neuen Level im nächsten Update gibt, wird es ja wieder auf Hutjagd gehen. Da bleiben ja noch ein paar Hüte übrig, die eben von mir gesammelt werden möchten. Ich behaupte einfach mal, dass sie gesammelt werden wollen. Dass ich sie befreie oder sowas. Fest steht, wir machen jetzt hier gleich Schluss. Ich versuche noch einmal den Sprung nach rechts zu schaffen, um ein bisschen weiter vorwärts zu kommen. Ich bedanke mich schon mal fürs Einschalten. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht. Und zwar mit neuen Leveln. Rechts wird noch ein Hut sein. Das checke ich gleich mal. In der Levelanzeige, ich glaube, rechts wird noch ein Hut sein, weil es gibt keinen Weg rechts hoch normalerweise. Also, alle Level geschafft, wunderbar. Schöne Level dabei. Diesmal nicht ganz so schwierig. Wir gucken mal. Ne, da gibt es keinen Hut. 48 hat einen Hut. In Ordnung. Euch, wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.